Ich denke, jeder behauptet von sich, dass er auf sein E-Bike richtig gut Acht gibt. Man hat schließlich viel Geld dafür bezahlt und möchte, dass es lange hält. Allerdings kommen bei uns in der Werkstatt öfter mal E-Bikes an, die aufgrund von Unwissenheit oder teilweise auch Nachlässigkeit beschädigt wurden. Wenn du allerdings auf die 5 folgenden Dinge achtest, dann wird dein E-Bike ganz lange halten. Und jetzt viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf dich bei Zweirad Express begrüßen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn du noch nicht zu unserer Community gehören solltest, hol das gerne mal nach, lass ein Abo da. Wir freuen uns und du verpasst nichts mehr. Und dann starten wir auch gleich mit einem der gängigsten Fehler, die man seinem E-Bike antun kann. Das tat ein bisschen im Ohr weh. Natürlich malträtiere ich hier mein E-Bike nur für Vorschauzwecke. Aber ich denke, es ist uns allen schon mal passiert, das Schalten unter Last. Egal ob E-Bike oder Fahrrad. Nie eine gute Sache, denn der Verschleiß an Kette genauso wie Zahnkranz ist immens. Das tut unserem E-Bike weh und spätestens, wenn wir es eher austauschen müssen, als dass es eigentlich notwendig wäre, auch unserem Portemonnaie. Deswegen sollten wir darauf verzichten. Natürlich müssen wir treten, um schalten zu können, allerdings eben leicht und ohne großen Druck. Das sieht dann aus wie folgt. Ich denke, man konnte den Unterschied sehen, genauso wie vor allen Dingen hören. Den nächsten Punkt sehe ich aber auch öfter und man muss es klischeeweise sagen, vielleicht passiert das eher den älteren Personen. Also schaut mal rein. Was ich darstellen wollte, das Anfahren in hohen Gängen, was natürlich extrem anstrengend ist, vor allen Dingen unnötigerweise anstrengend und was natürlich zu extrem hohem Verschleiß an den Kettenblättern für die hohen Gänge führt. Und dabei kann aufgrund der Übersetzung sogar die Kette reißen oder auf jeden Fall wird sie stärker beansprucht, als das notwendig wäre. Zudem Akkuverbrauch natürlich viel höher, als wenn wir in niedrigen Gängen anfahren würden. Und dabei rede ich jetzt nicht, dass man zwangsläufig in flacher Ebene jetzt im ersten oder vielleicht auch im zweiten anfährt, aber nehmt vielleicht den dritten und nicht den achten. Darauf will ich hinaus. Wenn ihr eure Gangschaltung komplett ausnutzt, dann ist das leichter für euch. Es schont den Akku, es erhöht die Reichweite und vor allen Dingen verteilt es auch den Verschleiß gleichmäßig. Das nächste ist wiederum aber auch eine ziemliche Sünde, die ihr eurem Akku diesmal antun könnt. Ist auch ganz schön kalt. Ich weiß, dass es aktuell super weit weg erscheint, aber der Winter wird kommen und dementsprechend müssen wir dann darauf achten, wie wir unseren Akku lagern. Denn der E-Bike-Akku mag genauso wie andere Akkus und Batterien keine kalten Temperaturen. Wir sollten also darauf achten, dass wir zumindest eine Temperatur von 10 bis 15 Grad bei trockener Umgebung gewährleisten können. Und der folgende Punkt, der reiht sich nahtlos an. Ja, im Kalten soll man seinen Akku ja nicht liegen lassen. Aber jetzt habe ich ihn bei der letzten Tour ausgerechnet komplett leer gefahren. Naja, wird schon nicht so schlimm sein. Doch, denn das Leerlagern eines Akkus kann zu einer tiefen Entladung führen, was wiederum zu einem Defekt führen kann. Das wäre natürlich das denkbar Schlechteste, wenn man bedenkt, wie teuer denn so ein E-Bike-Akku ist. Ist nun mal einer der Hauptkomponenten eines E-Bikes. Deswegen bei 30 bis 70% sollte man den Akku lagern, auch nicht ganz voll, aber eben auf keinen Fall auch ganz leer. Wenn du jetzt wirklich viele Monate nicht fährst, zum Beispiel du stellst es im Oktober ab und weißt, dass du erst wieder im März oder April fahren möchtest, also so ein klassischer Saisonfahrer eben, dann achte darauf, dass du ab und zu mal kontrollierst, so einmal im Monat, dass der Akkustand nicht unter 20-30% fällt, um eine Tiefenentladung zu vermeiden. Und auch das Folgende, das trifft aktuell vielleicht eher zu, solltest du auf jeden Fall vermeiden. Oh, ganz schön warm. Wir haben bestimmt über 30 Grad. Ja. Unser E-Bike-Akku ist ganz schön empfindlich. Auch Temperaturen über 30 Grad mag er nicht wirklich. Dementsprechend, also wenn du irgendwo Rast machst, stell dein E-Bike nicht unbedingt direkt in die Sonne. Und auch wenn du dein E-Bike zum Beispiel draußen abstellst, nimm den Akku tendenziell mit rein. Ja, auch so ein Bordcomputer findet das nicht richtig geil, wenn er immer die Sonne auf den Kopf kriegt. Aber der Akku, der leidet eben am stärksten. Am besten ist es natürlich, wenn du ein komplettes E-Bike irgendwo abstellen kannst, wo er nicht direkt der Sonne ausgesetzt ist. Im Zweifelsfall kann das nämlich bis zum Kurzschluss führen, was dementsprechend der Tod des Akkus
Autos ist. Wo das jetzt am häufigsten eigentlich auftritt, ist nicht unbedingt, wenn du es irgendwo abstellst, sondern das ist die Lagerung zum Beispiel im Auto oder im Wohnmobil, eben ja die Fahrzeuge, die sich sehr stark aufhitzen können. Dementsprechend also mach dir wirklich Gedanken, wenn du mit dem Wohnmobil reist, wie du deinen Akku unterbringst, dass der nicht super heiß wird. Ihr seht also, es gibt Dinge, die wirklich unserem E-Bike oder auch dem Akku schaden, auf die man aber super schnell verzichten kann, auf die man achten kann und so viel, viel länger was von seinem E-Bike hat. Ich habe bestimmt auch noch weitere Punkte vergessen. Ergänz die gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Und hier kannst du jetzt noch ein Video anschauen. Hier kannst du unseren Kanal abonnieren, falls das noch nicht geschehen sein sollte. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Pass auf dich auf. Bis dahin. Ciao.